Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren App-Test hier auf apps-news.de. Heute haben wir uns mal eine iPad-App näher angeschaut und dabei handelt es sich um die App Word2Text. Jeder von euch wird das Problem zwischen Windows-Dateien auf Apple-Rechnern und umgekehrt kennen. Zahlreiche Apps oder auch Apple-eigene Programme sind nicht in der Lage, Word-Dateien korrekt öffnen und darstellen zu können. Korrekt insofern, da gerne einmal wichtige Einzelheiten eines Dokumentes vergessen werden, wie Kopfzeile, Fußnote oder auch Kommentare, die man im eigentlichen Word-Dokument mit angibt. Und Word2Text schafft es als iPad-App, diese Dokumente .doc und .docx des Office-Programms Word von Microsoft richtig auf dem iPad darzustellen. Und wir testen das jetzt hier einfach mal in der App. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten, Texte in Word2Text einzufügen und diese umwandeln zu können. Zum einen sehen wir hier oben links die Möglichkeit über die iCloud oder die Dropbox oder auch über den lokalen Speicher mithilfe der iTunes-Dateifreigabe. Was ich in der Praxis allerdings immer häufig mache, ist, dass ich mir einfach die Dokumente gerne an meine E-Mail-Adresse schicke und die dann daraus öffnen lasse. Und wir testen jetzt einfach mal diesen Weg, den ich für ebenso komfortabel halte. Dazu habe ich mir jetzt hier ein Word-Dokument testweise erstellt in Microsoft Word.doc. Habe da einfach einen Artikel aus Wikipedia kopiert und Fußzeile, Kopfzeile und ein paar Kommentare hinzugefügt. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie Word2Text das konvertiert. Wir klicken hier einfach drauf und auf Öffnen in und dann wird uns das schon angezeigt, Word2Text. Und dann öffnen wir das und wir sehen jetzt hier, dass der Text jetzt hier in Sekundenschnelle schon umgewandelt wurde. Und wir sehen diesen Text jetzt, wie ich den kopiert habe. Das heißt, wir sehen hier den reinen Text, die Überschriften, dann sehen wir hier einzelne Menüpunkte. Wie gesagt, das ist ja ein Wikipedia-Artikel, aber was uns jetzt halt interessiert, weil das können ja wirklich viele Apps, was wir hier bisher sehen, aber was uns jetzt hier interessiert, ist die Darstellung der Kopf- und Fußzeile. Ich habe diese Kopfzeile und diese Testeinträge jetzt immer mit dem Hinweis Kopfzeile minus Test versehen, sodass wir das jetzt hier gut erkennen können, was jetzt hier Eingaben sind, die Word2Text konvertieren kann. Das heißt, wir haben jetzt hier den Fußzeilentext Anfang, Kopfzeile-Test habe ich hier gesetzt im Dokument und Fußzeile-Test am Ende des Dokumentes. Und natürlich habe ich hier auch noch zwei Kommentare hinzugefügt, ebenso mit dem Inhalt Kommentar-Test. Die werden halt ebenso angezeigt. Und wir sehen jetzt hier einen Stift mit dem Symbol 1. Und hier haben wir die Position des Kommentars. Und dann kann ich insofern nachvollziehen, an welcher Stelle der Kommentar letztendlich gesetzt wurde. Hier haben wir nämlich wieder das Schreibsymbol mit dem Hinweis, mit der Ziffer 1. Also hier oben habe ich diesen Kommentar gesetzt. Also das schafft Word2Text schon einmal sehr, sehr gut. Diese Textdatei, die wir jetzt haben, und die kann man natürlich sehr, sehr gut weiterverarbeiten. Und zwar klicken wir hier einfach oben rechts in der App auf Text verwenden und können jetzt hier verschiedene Möglichkeiten in der Praxis anwenden. Wir können diesen Text in die Zwischenablage des iPads kopieren und somit in andere Apps einfügen oder in ein E-Mail-Programm etc. Das ist alles sehr, sehr einfach möglich. Man kann diesen Text auch sichern oder komplett jetzt als E-Mail versenden. Da klicken wir einfach mal drauf und dann öffnet sich hier gleich dieser Text in einem E-Mail-Vorschlag. Das ist wirklich sehr, sehr gut und einfach. Und dann haben wir natürlich auch noch die Variante, dass wir den Text in einer anderen App öffnen können. Dann zeigt uns Word2Text hier automatisch eine App an, die wir jetzt hier auf dem iPad installiert haben, die das möglicherweise gut verarbeiten kann. Wir können das auch noch über AirPrint drucken lassen und aber auch noch in anderen Texteditoren bearbeiten. Und da bietet der Entwickler dieser App Infovole ebenso noch drei sehr, sehr interessante Apps an, die wir hier uns dann näher anschauen können auf der Webseite der Entwickler. Einfach und besser schreiben, titelt der Entwickler, und man kann sich dann hier erstmal noch diese verschiedenen Apps ansehen und in Kombination mit
Word-to-Text ist es wirklich eine, ja, sehr gute Variante. Im Test hat uns Word-to-Text wirklich überzeugt. Die Kommentare, Fußzeile, Kopfzeile und die ganzen weiteren Angaben werden wirklich sehr, sehr gut konvertiert und auf dem iPad dargestellt, sodass man diesen Text dann auch wirklich hundertprozentig weiterverarbeiten kann, so wie man ihn einst in Microsoft Word erstellt hat. Und das auf einem Apple-Gerät. Das ist wirklich toll. Was uns ebenso gefällt, ist die Möglichkeit der vielen verschiedenen Import-Varianten, also wie ich einen Text letztendlich in dieses Word-to-Text herankopieren kann. Das ist wirklich sehr, sehr gut und einfach umgesetzt. Aber natürlich auch die Export-Varianten, wie ich das dann weiterverarbeiten kann. Aufgrund dessen können wir Word-to-Text auch aufgrund des niedrigen Preises für jeden Anwender empfehlen, der Word-Dokumente auf seinem iPad bearbeitet und dann auch nicht auf die Fußzeilen, Endzeilen und Kommentarfunktion verzichten möchte und diese unbedingt haben möchte, weil da leistet Word2Text wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Ich denke, ihr habt einen guten Einblick bekommen zu dieser App. Auf unserer Webseite apps-news.de findet ihr weitere Informationen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss!